Hallo ihr Lieben und willkommen bei der nächsten Episode Fangen von A bis Z. Ihr wolltet schon immer wissen, wo und wie ihr den baltischen Stör fangt? Dann holt euch ein paar Nüsschen, holt euch was zu trinken, denn ich weiß es auch nicht. Bis gleich, ihr Lieben. Wie gesagt, wir versuchen es heute zusammen auf dem baltischen Stör. Wir sind an den Koordinaten 51, 38 bei E7. Ich benutze meine 3 Fortuna Carp mit den Tagaras. Habe eine 45 Kilo Geflochtene drauf, 60 Gramm Blei, ein 2-0er Simmons Deadly Loop CL18. Als PVA benutze ich eine extra Mischung für den baltischen Stör. Und als Hakenköder hatte ich zuerst vor, die Nashornkäferlarve zu benutzen. Habe aber dann vorher mal in den Rekorden nachgeguckt und habe gesehen, dass im Moment alle baltischen Störe auf die Maulwurfsgrille gefangen werden. Und habe dann alle Routen umgerüstet auf Maulwurfsgrille. Das wird eine schwierige Aufgabe. Den fängt man mal nicht so eben auf Anhieb. Aber ich bin gut vorbereitet. Habe mich auf eine lange Session eingestellt. Hab mir was zu knabbern geholt, was zu trinken und einen Eimer für die Notdurft. Und nach 4 Ingame-Stunden kam dann der erste zaghafte Zupfer. Kurz überprüft, Fisch ist dran. Aber man konnte relativ schnell sehen, dass das bestimmt kein baltischer Stör ist. Monsterbarsch, 75 Gramm. Da lohnt sich doch der Goldköder, oder? So, in den Morgenstunden kam dann der nächste Biss. In der Zwischenzeit nichts. Aber auch das nicht der erhoffte Traumfisch und Zielfisch, sondern wieder nur ein Barsch. Das Trophy-Gewicht vom baltischen Stör wäre bei 100 Kilo und ab 200 Kilo ist er super Trophy. Mir kam dann irgendwann der Gedankenblitz. Ich habe auf der Minimap geguckt, wo die tiefe Rinne am schmalsten am Ufer ist und habe dann einfach hier mal in Richtung Leuchtturminsel geworfen. Ja, in dem Moment überlege ich noch, ob ich die anderen beiden Routen da lasse, wo sie sind. Da ist dann rechts der Knüppel auch schon krumm. Das ging fix. Auch nichts Großes, wieder ein Barsch, aber wenigstens schon mal über ein Kilo. Naja, und da war die Entscheidung gefallen. Ich habe natürlich dann alle drei Routen rechts rüber geworfen, Richtung Leuchtturminsel. So, und das war dann mal der erste Biss, wo ich wusste, Bremse hochstellen, fühlte sich an wie ein nasser Sack. Wollte ich es dann mal noch ein paar Mal anschlagen. So, und da war mir klar, entweder der Baltische ist dran oder ein Wels. Für den Wels fühlt es sich aber dann doch nicht träge genug an, weil der lässt sich ja ganz gerne mal auf den Grund sinken und bleibt da liegen wie so ein nasser Sack. Der Bursche war einfach nur relativ schwer rauszukurbeln. Ging nicht in die Bremse, war die ganze Zeit kurz davor. Und da habe ich ihn dann auch erspäht. Und hab mich tierisch gefreut. Baltischer Stör, mein erster, nach über 2.500 Stunden. Ab in den Kescher mit dir. 10,3 Kilo, kein Riese, aber ich freue mich riesig. Zielfisch fürs Video gefangen. Eine Fischart abgehakt, die ich noch nicht hatte. Besser geht's nicht. Eigentlich wollte ich dann mit dem Video aufhören.
hatte RFI auch schon beendet. Aber dann wollte ich das doch nicht auf mir sitzen lassen und den nicht bestätigen, den Fisch. Naja, hab mich dann nochmal in den Spot reingestellt. Und nach relativ kurzer Wartezeit hatte ich dann einen weiteren Biss. Da ist mir dann die Bremse schon fast zugegangen oder war kurz zu. Mal schnell auf 29 zurückgestellt. Ja, fühlte sich vom Drill so ziemlich identisch an mit dem vorigen Fisch. Darum war ich mir da schon relativ sicher, dass es der nächste baltische Stör wird. Ließ sich auch wieder rauspumpen wie ein nasser Sack. Keine Fluchten. Nur ab und zu knackt mal die Bremse. Aber ehrlich gesagt bin ich froh. Mit dem Equipment, mit dem ich mich hier auf den Fisch hingestellt habe, wenn da was Größeres dran gegangen wäre, so, ich sag mal, über 50 Kilo, da hätte ich schon Sorgen gehabt, den hier im Fjord zu behalten, dass er nicht ins Offene raus schwimmt und mir dann da flöten geht. Also im Grunde genommen war ich zufrieden, relativ leichte baltische Störe gefangen zu haben. Versuchen jetzt nach oben zu pumpen, damit er noch leichter aufgibt. Köpfchen kommt dann auch relativ schnell hoch. Naja, und dann der Rest ist dann nur noch Formsache. Kescher drunter, 13,4 Kilo. Zumindest den Zielfisch bestätigt. Also ihr Lieben, stramme Schnüre.